Moinier, wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist MarsLetsPlay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Uncharted Drake Schicksal Remaster Trophäenguide. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Trophäe Ninja Meister. Um diese Trophäe zu erhalten, müsst ihr 50 Gegner mit heimlichen Angriffen eliminieren. Im Spiel gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Trophäe zu farmen. Ich habe mich für diese Stelle entschieden. Diese Stelle könnt ihr in Kapitel 3 finden, nachdem ihr aus dem U-Boot geflüchtet seid und wieder mit Elena vereint seid, kommt ihr gleich zu diesem Gegner. Sobald ihr diesen Gegner eliminiert habt, ladet ihr einfach den Kontrollpunkt nochmal neu und macht das Ganze wieder von vorne und so weiter und so fort. Auf die einzige Sache, auf die ihr achten müsst bei diesem Gegner ist, ihr müsst warten, bis er sich ein bisschen mehr von dieser Deckung entfernt hat. Manchmal kann es sein, dass er nämlich bei der Deckung stehen bleibt und sollte sich Nate dann von hinten an ihn ranschleichen und ihr wollt den heimlichen Angriff auslösen, wirft Nate ihn über diese Deckung und vermöbelt ihn und das zählt leider nicht mehr als heimlicher Kill. Deshalb wartet da immer ein paar Sekunden, bis der Gegner einen Schritt nach vorne macht und dann könnt ihr ihn bedenkenlos angreifen. Das soll es auch schon gewesen sein, so erhaltet ihr die Trophäe Ninja Meister. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dieser Guide hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Guide von Uncharted Drake Schicksal wieder. Bis dahin, ciao!